Ich wollte das alles vermeiden, deswegen habe ich mich verletzen lassen, ich habe geschwiegen, ich habe die Lügen ertragen und ich habe die Diffamierung in der Presse ertragen. So offen hat Christine Neubauer noch nie gesprochen. Mehr als 30 Jahre war sie mit ihrer Jugendliebe Lambert Dinzinger zusammen, 24 Jahre verheiratet. Jetzt die bittere Schlammschlacht. Es geht um ihre verdienten Millionen und um Unterhalt. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, weil ich muss ja zuerst mal erklären, was immer wieder falsch geschrieben wird. Und ich habe jahrelang geschwiegen. Ich habe jahrelang jegliche Verleumdung, jegliche Verletzung, jegliche Diffamierung, jegliche Zerstörung, jegliche Lügen ertragen und habe dazu geschwiegen. Ich kann aber jetzt nicht mehr schweigen. Ich möchte nicht dieses Urteil kritisieren oder besprechen. Ich möchte sagen, was sich in meinem Bauch als normales, stinknormales Gerechtigkeitsempfinden rührt, wenn ich höre, dass ein mehrfacher Millionär bedürftig sein soll. 2.500 Euro soll die 52-Jährige ihrem Ex-Ehemann monatlich zahlen, so das jüngste Gerichtsurteil. Wie weh tut diese Entscheidung? Es geht gar nicht darum, ob mir das weh tut oder nicht. Ich bin die, die jetzt nur, weil ich ein bekannter Name bin und wer man denkt, die Schauspielerin hat sowieso Millionen, die habe ich jetzt nicht. Und ich kann sagen, ich müsste eigentlich einem Menschen 2.500 Euro im Monat zahlen, der mehr, und zwar glaube ich um das X-fache, mehr im Monat im Moment regelmäßig verdient als ich, denn ich habe kein geregeltes Einkommen. Und das schon mehrere Jahre nicht mehr. Ich habe keine feste Anstellung. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr verdienen werde, ob ich einen oder fünf Filme drehe. Ich kann Ihnen sagen, mit Sicherheit fünf Filme sind es nicht mehr, denn die Zeit ist schon lange vorbei. Und das Geld aus diesen fünf Filmen sind in das Haus geflossen, was sehr gut aufgeteilt ist. Im Gegenteil, er hat ja wesentlich mehr noch bekommen als ich aus diesem Haus oder aus dem Geld, was davor noch da war, hat man sich ja sehr gut bedient. Insofern hat er wesentlich mehr Geld bekommen als ich aus der Zeit der Ehe. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich 2.500 Euro zusätzlich im nächsten Monat zahle. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, weil wir nicht geregelt sind. Dennoch, bei ihren Fans und Zuschauern entsteht oft der Eindruck, Christine Neubauer wäre dank ständiger Fernsehpräsenz sorgenfrei. Was die Leute sehen und was die natürlich, sie lieben meine Filme und was man immer noch mit Begeisterung und ganz hohen Quoten sieht, das sind die Wiederholungen. Ich kriege aber von diesen Wiederholungen, von diesen vielen, kriege ich keinen Cent. Man muss auch sehen, dass ich auch einen gewissen Belastungsstandard von Versicherungen und so weiter habe, was ich monatlich berappen muss. Und dagegen, also mir tut es sehr weh, auch wenn das Trugbild sagt, die läuft da über einen roten Teppich oder wie man wahrscheinlich denkt, ach, das ist die Schauspielerin, die kann das ja aus der Portokasse zahlen. Nein. Neben Ärger und Wut bleibt vor allem eines, eine tiefe Traurigkeit. Ich kann es immer noch nicht glauben und die Traurigkeit eben, dass es nur ums Geld geht. Denn ihr geht es vor allem um eines, endlich Klartext sprechen. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Christine Neubauer will in Berufung gehen.